Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Nee, ist ein Gummibaum. O Gummibaum, o Gummibaum, wie grün sind deine Blätter? Du stehst da auf, recht grün und doch nur einmal gießen in der Woche. O Gummibaum, o Gummibaum, du bist sehr schnell zufrieden. Dankeschön, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsprogramm Christbaum, Christkind, Christekrise. Nenn der griechische Krise, Harry, wo sind denn hier grüne Blätter? Ich sehe nur braune Blätter. Ne? Und da kriegst du die Krise, wenn du die wegmachen musst. Ne? Und ihr kennt das ja alle, das kommt alles von Kriegen. Ne? Christbaum, ich kriech, du kriegst, er kriegt. Gerade jetzt, wo der Weihnachten zugeht. Ne? Der Junge hätte ja an Weihnachten ein Fahrrad. Kritten es denn oder kritten es nicht? Oder wenn wir essen gehen, hoffentlich gibt es da genug zu essen. Wenn ich zu wenig kriege, kriege ich zu viel. Und ich kriege ja immer zu viel, wenn ich die Blätter sehe. Ne? Ich sage immer, warum verlieren die Bäume die Blätter? Sie wissen doch, dass sie sie nächstes Jahr sowieso wieder dran kriegen. Und damit kriegen sie uns dran. Ne? Da könnten sie sie da oben halten. Ne? Ja, eben, ne? Da sollen Sie sich die Laubbäume mal ein Beispiel an den Tannen nehmen. Die behalten die Nadel. Na, die werfen die nicht jedes Jahr ab. Die werfen die nur ab, wenn einige Tuppe sie die in das Haus holen. Das ist je in der Natur, ne? Das ist, wenn die keine frische Luft kriegen. Das ist genau wie wenn wir Männer Heiligabend nicht vor der Tür dürfen, um mal feuchte Luft zu schnuppern. Ne? Das ist je in der Natur. Ne? Ich meine, man müsste dann, wenn die Tannen krank sind, eigentlich die Tannen ins Haus holen zum Aufpäppeln. Ne? Das ist dasselbe, als wenn du den kranken Mann in das Haus holst. Ne? Kranke Tannen nadeln, ne? Kranke Männer quengeln. Ne? Ich glaube, mein Mann stirbt. Ja, was hat er denn? Schnupfen? Er niese so laut, dass die ganze Straße tört. Ne? Und jedes Mal, wenn er gehustet hat, trinkt er einen Glühwein. Ne? Bringt das denn was? Nee, aber das ist ihm scheißegal, ne? Denn wir müssen uns viel mehr an den Tannen orientieren oder es wäre noch besser und am nachhaltigsten, wenn die Laubbäume sich mit den Tannenbäumen unterhalten würden. Es wäre am nachhaltigsten, wenn wir die Laubbäume in das Haus holen täten und die Tannen draußen ließen, ne? Aber machen es ja umgekehrt. Und dafür sind wir immer dran, die Blätter wegzukehren. Ne? Da kommen wieder die Begriffe rechnen, rächen und Rache. Ne? Du musst sie wegrächen, da musst du mit rechnen. Ne? Und man kann sie am Nachbar rächen. Ne? Ja, ich habe so ein Prinzip, wir haben da Arbeitsteilung. Ich gehe meine ganzen Blätter bei ihm rüber. Ne? Da freut er sich, ne? Und ich habe aber inzwischen habe ich mir Hilfe geholt. Nicht mehr nur Kehrblech und Besen. Ich habe sowas hier. Ne? Ne, das ist ein Laubbläser. Ne? Es gibt ja Laubsaurer und Laubbläser. Ich erkläre euch den Unterschied so. Mein Nachbar hatte Toupet.
Ne, dann kam der raus und sagte, machen Sie bitte den Laubsauger etwas leiser. Ich hab schwupp, ne? Da können Sie sich ab 15.30 Uhr am Infostand wieder abholen. Mit einem Laubbläser hätte ich das Ding bis Leverkusen geschafft. Und dieses Jahr haben wir die optimale Lösung gefunden. Wir haben den Jummibaum zum Christbaum gemacht. Er hat es verdient. Gucken Sie, steht das ganze Jahr da und muss für den Christbaum den Platz frei halten. Ne, und jetzt sollen wir ihn in die Kälte raussetzen. Da haben wir gesagt, dieses Jahr darfst du mal der Christbaum sein. Ne? Und er hat sich gefreut. Das ist auch ein bisschen ein Zugeständnis an den Klimawandel. Ne? Weil es hat sich schon verändert. Ne? Es ist wärmer geworden. Wenn ich überlege, ich hatte früher am 29. Oktober Geburtstag. Und da war immer schon kalt. Ne? Allerheiligen, jüngstatze in der Wintersachen raus hier. Ne? Das ist immer das Problem mit der Vergangenheit. Ne? Wir haben Bekannte, die sind so vornehm. Ne? Der sagt doch immer, ich frug ihn. Oder sie sagt, ich bug einen Kuchen. Ne? Ich sage, ich heck einen aus. Ne? Das ist dann immer die Frage. Aber im PPP, ich habe ihn gefragt, ich habe es genießt, genossen, gehustet. Ne? Und früher war das einfach, du hattest ja schon Anfang November, wurde es kalt. Ne? Und wenn es dann schneite, gingst du einfach raus in den Schnee. Ne? Da machtest du, machtest du eine Rutschbahn. Ne? Da wurde einfach der Schnee genossen. Ne? Man hatte auch hier, könnt ihr euch noch erinnern, die Gleitschuhe. Kennt ihr die? Ja, ne? Ne, da konntest du richtig schnell mit rutschen. Meine Kinder kennen die ja nicht mehr, aber da war Karacho hinter. Ne? Ich bin jetzt mit der Ausfahrt in das neue Auto vom Nachbarn gerutscht. Ne? Der hatte unglaublich Spaß daran. Ne? Ne, oder du gingst mit den Kindern rodeln. Und beim Rodeln gibt es ja verschiedene Stufen, das kennt ihr ja. Erste Stufe ist, die Kinder fahren der Berge runter und ziehen den Schlitten selbst wieder hoch. Das ist die kürzeste Phase. Dann kommt die zweite Phase, die Kinder fahren der Berge runter und fragen höflich an, Papa, kannst du bitte den Schlitten hochziehen? In der dritten Phase ist das selbstverständlich. In der vierten Phase wirst du schon ausgemotzt, wenn du nicht schon unten stehst. Ich bin hier, wo bist du? In der fünften Phase wird gesagt, ihr braucht nicht hochzuziehen, mein Vater kann euch helfen. Ne, dann hast du zwei Schlitten voll mit verschiedenen Kindern, ne? Und ziehst sie dabei. Ich hatte da bestimmt achtmal den Schlitten rauf und runter fahren lassen und hochgezogen. Ne? Ich lag um 7 Uhr im Bett. Da kam mein Sohn und bei mir im Schlafzimmer gucken und sagte, Papa, Hauptsache, du hast Spaß gehabt. Und so ist es da beim Schneemann bauen. Zuerst ist jeder begeistert, aber bauen einen Schneemann. Ne? Da werden verschiedene Ideen entworfen, wer macht das, der Tuppes. Ne? Musste die Bälle rollen, ne? Dann aufeinander setzen. Ne? Dann sagt meine Frau, ja, die Zutaten haben wir nicht, da müssen wir was anderes nehmen. Ne? Da haben wir statt den Möhren ein Kajalstift genommen. Ne? Augen hatten wir auch nicht, haben wir so ein Ray-Ban-Sonnenbrille draufgesetzt. Ein Hut von Bossis, der sieht aus wie der Schneemann von den Jaisens. Ne? Und das Originallied, Harry, kannst du das kurz anspielen vom Schneemann? Kennt ihr alle?
Das heißt auf Englisch oder Amerikanisch Frosty the Snowman. Ne? Wir haben es aber auf Deutsch Bofrost der Schneemann genannt. Weil Bofrost kennt ihr ja, das sind ja mit der Einzigen, die noch an der Tür vorbeikommen, ne? Die sich aber anmelden. Ne? Du kriegst dann so eine Karte, ne? Am Donnerstag kommt der Bofrostmann. Da ziehe ich mich immer schon wärmer an. Ne? Und ich kannte den Mann ja nicht, weil meine Frau den immer in Empfang genommen hatte. Die hat aber einen Friseurtermin. Ne? Sagt sie, hör, wenn es klingelt, das ist der Bofrostmann. Es klingelt, ich mache die Tür auf, war das eine Zeuge Jehovas. Ja, das ist aber nicht, ne? Er guckte mich so ernst und drohend an, ne? Sagt, das Himmelreich ist nah, moin geht die Welt unter. Sag, rehen Sie sich nicht auf, dann zweimal Rahmspinat. Und so haben wir unseren Schneemann Bofrost genannt, ne? Bofrost, der Schneemann, war unser großer Spaß. Doch dann schmolz ihm die Möhre weg und er hat dann kein Nas. Bofrost, der Schneemann, hat Kohlen auf der Bauch. Der schmilzt ihm in de Wärme weg. Ich wünsch, ich könnt dat auch. So einfach müsste abnehmen sein, ne? Jetzt im Winter, du stellst in die Sonne und dann schmilzt der Bauch, ne? Aber das könnt ihr euch merken, ne? Wenn man Eis hat, also wenn der Schneemann in der Sonne steht, schmilzt Eis. Aber wenn wir ein Eis essen, schmilzt nur das Eis im Bauch. Das schmelzt nicht den Bauch, ne? Und ich meine, das hat sich ja schon geändert. Das liegt auch ein bisschen am Klimawandel. Heute gibt es ja auch im Winter in der Eisdielen Eis. Früher gab es ja dann Teppiche oder Nippes, wenn die Italiener nach Haus fuhren im Winter. Ne? Die bleiben jetzt hier. Ne? Es gibt auch viel mehr Eissorten, ne? Überall, viel mehr auch italienische Eissorten in allen Variationen. Ne? Da musste früher gab es ja nur Fürstbückler, ne? Schoko, Vanille, Erdbeer. Ne? Hören Sie, heißt sonst hat Eis mit die 2 SCH, Schraschatella. Und warte mal, Edejes, was ist noch mal dein Lieblingseis? Ich weiß es im Moment, ich muss auch mal auf Klo. Eier Pistazie. Ne, da gibt es Printeneis, Lebkucheneis, ne? Schneeflöckchen-Eis gibt es, ne? Das ist so ähnlich wie Spaghetti-Eis, da musst du Sahneflöckchen durch ein Sieb drücken, ne? Und bei Spaghetti-Eis ist ja Erdbeer Bolognese, ne? Also hoffe ich zumindest, ne? Sonst schmeckt ne? Das sind dann die Schneeflöckchen. Man sagt immer, Eis verbrennt Fett. Mm. Und Sahne hilft dabei, ne? Ja, das ist ja gerade jetzt im Winter, wenn die Feiertage sind, du isst so viel, ne? Und danach willst du dann in Windeseile abnehmen, ne? Ich habe so eine Kohlsuppendiät gemacht. Kurz nach Weihnachten, ne? Ich bin der ganze Januar geschwebt, ne? Du fühlst dich wie aufgeblasen, ne? Da musst du einkaufen, zu essen darfst du kaum was kaufen, ne? Bin ich im Aldi an der Reale vorbeigeflogen, ne? Mich ganz beherrscht, ne? Bis an die Kasse, ne? Kamen Frauen und rammte mich mit der Einkaufsweg. Sondern einmal fliehe ich bis Leverkusen. Aber ich hab mich zusammengerissen, ne? Ich denk, du futzt nicht in der Aldi. Und
habe da bis im Lidl geschafft. Aber da brach das mir raus. Ne? Da höre ich, wie eine Frau im Nachbarjang sagt, jetzt fahren sie schon im Januar Gülle. Ne? Aber man muss eben das Eis genießen. Ne? Nicht nur zum Essen, sondern auch im Winter überhaupt. Ne? Harald, hilfst du mich mal bitte? Wir wollen und ja, bitte. Ne? Ja, danke, der Harald hilft mir. Mein Musiker Harald Klassen. Unsere Sehne macht alles. Harald, in 5 Jahren bringst du mir die 10 auf die Bühne. Und da sag ich dann, Harald, das sind deine. Ne? Jetzt müssen wir aber eine Kühe hinlegen, ne? Schnee, 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 Schneewalzer tanzen wir. Du mit mir, ich mit dir. Den Schnee, 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 Schneewalzer tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir. Dankeschön. Nein, dann machte man in der Winter auch eine Schneeballschlacht früher. Ne? Da musstest du nur aufpassen, dass in die Schneebälle nichts drin war, ne? Ne Stein oder so, ne? Ich kann mich erinnern, wir haben im Karnevalszug uns ein Jahr Apfelsinen geworfen. Ist kein Witz, ne? Ich sehe das heute noch. Einer bei uns im Verein, der war Peter, der war 1,90 Meter groß und kräftig und der sah seinen Tand in den Fenster liegen. Die Tante rief, das waren ihre letzten Worte. Ne? Peter Allaf, ne? Da warf der deren Apfelsin an den Kopf, ne? Da war die weg, ne? Obwohl Vitamin C gesund ist. Die ist nachher wieder wach geworden. Wir haben dann gesungen, am Aschermittwoch ist alles vorbei, ne? Und lange Jahre, wenn wir dann mit der Zunge runterkamen und die sah uns, sie rief die von Weitem, hab doch Apfelsinen. Denn da musste bei der Schneebälle auch aufpassen. Wir machen jetzt eine Schneeballschlacht. Das Prinzip ist, bei einer Schneeballschlacht, man wirft jenseitig. Ne? Ich werfe sie euch zu und ihr werft sie zurück. Ne? Bitte. Warum schaut der Peter auf das Barometer? Was ist wohl der Grund dafür? Lieber Freund, ich sage es dir. Peter meint, das Wetter wäre doch viel netter, wenn zur schönen Winterszeit draußen tüchtig schreit. Na klar, das wäre doch wunderbar. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht. Ja, das ist was für die Großen und die Kleinen. Wenn Frau Holle ihre Betten macht, ja, dann braucht die liebe Sonne nicht zu scheinen. Und bekommt die kleine Base einen Schneeball auf die Nase, machen wir ihr wieder Mut. Ja, dann sagen wir der Kleinen, ah, wer wird denn da gleich weinen? Bis zur Hochzeit ist das wieder gut. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht ist so schön, wo muss es schneien heute Nacht? Hat hätte doch nicht gedacht, dass ich so werfen kann, ne?
aber ich interessiere mich für Wintersport, ne? Sehe auch aus wie Marika Kilius in Köln, ne? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da kommt noch einer, ne? Kilius Bäumler, kennt ihr noch? Das war ja früher ein richtiger Sport, also ist er immer noch, aber wo Millionen noch zuguckten. Kilius Bäumler, die Jäger hießen Potopopov, ne? Ne? Dann hatten wir den Norbert Schramm, ne? Der sah aus wie David Hasselhoff, aber an Eis, ne? Und der Kathi Witt, kennt ihr die auch noch? Ne, die sah ja aus wie eine junge Göttin, ne? Eine wunderschöne Frau, sie durfte nur nicht den Mund aufmachen. Kannst du mit dem schon? Ne, da merktest du, dass die vertrieben waren, ne? Wie gesagt, dann hatten sie mit diesem Erfolg gerechnet? Nö. Möchten Sie auch Olympiasiegerin werden? Jo. Ja, die sprach so wie die Funktionäre in der DDR. Ne? Liebe Genossinnen und Genossen, es ist uns zu Ohren gekommen, dass einige Genossen die Genossinnen von Genossen genossen. Aber jetzt ziehst du mich den Schuh wieder an, ne? Komm, helf der Opa mal. Also für mich ist der Harald Klaassen der beste Musiker in Deutschland. Ne? Oh wei. Nicht musikalisch, aber der kann küssen. Ne? Der Strumpf hängt fest. Ne? So, ja, komm. So, ich hätte ja noch einen typischen Creme. Ne? Und ein Wetterspray, ne? Und Harry ist auch ein gutes Stichwort, weil mein Lieblingsreporter früher in einem Sportstudio war der Harry Valerian. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war so eine kernige Bayern, ne? Braun gebrannt. Und der hatte dann auch den modernsten Pullover an, ne? Ne? Wie soll das noch? In Braun, in Dunkelrot, in Ocker. Warst du schon in Ocker? Das ist schön, ne? Und da war ich in Beige, ne? Und der sprach ja im Sportstudio, wenn der einen interviewte, nur bayerisch. Ne, vor allem, wenn er noch eine Bayer als Gast hatte, ne? Sagen wir uns, wie der Beckenbauer dann gleichzeitig Teamchef war, der führte das Interview auf bayerisch, ne? Ja, Franz, hör mal, heute hat die Nationalmannschaft 2-0 gewonnen. Danach hat es am Anfang gar nicht ausgeschaut. Wie hast du es gesehen? Ja, ich habe gedacht, nach dem 1-0, wenn jetzt noch ein Tor fällt, steht es 2-0. Das müsstest du dir als Rheinländer erlauben im Fernsehen, ne? Nur platt zu sprechen oder Dialekt, ne? Hier, unser FC hat sich aber hügel eine nette Driss zusammengespielt. Aber das hat sich ja geändert, ne? Und das ist ja so, da mit den Dialekten, das war ja immer früher auch bei XY. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich meine, heute macht das ja einer, der war selbst Eiskunstläufer, der Rudi Zerne. Ne, der ist aber nachher nicht Eis eingebrochen. Dann haben sie den mit XY gesucht, ne? Und früher machte das der Eduard Zimmermann. Könnt ihr euch noch erinnern? Der hatte immer so eine dreiteilige Anzug an, ne? Guckte immer so, ne? Freitagsabends war das ja, ne? Der guckte immer, als wenn er sagen wollte, muss ich denn jetzt hier wirklich sitzen, ne? Ich würde lieber kehlen gehen, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen, so eine klassische XY-Ausgabe in der Weihnachtszeit, ne? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu XY. Auch in der Weihnachtszeit macht das Verbrechen nicht Halt. Wir haben heute eine Suchmeldung aus Österreich und einen Diebstahl aus der Schweiz. Zunächst nach Wien, bitte Peter Niedetzki.
Ja, grüß Gott, Herr Zimmermann. Wir haben eine Personenfahndung aus Wien. Vermisst wird seit dem 6. Dezember ein alter Mann mit einem weißen Bart, der in einem Schornstein stecken geblieben ist. Es konnte bisher nur der Rentierschlitten sichergestellt werden. Zeuge der Anklage ist ein gewisser Hans Mof. Ja, vielen Dank, Peter Niedetzki. Dann kommen wir zum Diebstahl in der Schweiz. Bitte Werner Vetterli. Da erklärt sie, Herr Zimmermann, es ist ein schlimmer Diebstahl geschehen im Kanton Chur. Die Bestohlene heißt Aschenbrödel. Ihr wurden 3 Haselnüsse gestohlen. Der Täter trägt einen braunen Oberlippenbart und es wurde von der Spurensicherung sichergestellt, dass es sich bei den Nüssen nicht um die Nüsse des Täters handelt. Und davon, ja, mit noch in Steigerung, könnt ihr euch noch erinnern, der Louis Trenker. Er hatte ja in den 30er, 40er Jahren Berge bestiegen, ne? Aber seit den 50er, 60er Jahren kam der in jede Fernsehsendung, ne? In jede Show. Das muss dann in einer Bergsteigersendung oder eine Sportsendung sein. Das kann eine große Quizsendung sein, eine Musiksendung, ne? Sobald das Wort Berg fiel, sprang der aus der Kulisse. Ja, wir sind am Berg aufgewachsen, da waren wir oben am Gipfel, auf einmal ist ein Mordsquid, der Mordsturm ist gekommen. Wir haben gesagt, wir kommen nie mehr, das ist die Sonne, weil wir oben am Gipfel schon. Und wenn es draußen so kalt ist, ne, wird man es sich ja zu Hause ein bisschen gemütlich machen. Ne? Aber das ist als Ehepaar ja nicht so einfach, ne? Meine Frau, die ist, ich habe auch gern warm, ne? Aber wenn das über 80 Grad geht, ne? Meine Frau sitzt dann da mit einem Wolldeck, ne? Ein Heizkissen, ein Heizdeck, ne? Und Hüttenschuhe, kennt ihr die, ne? Ich sage, besser ist das jetzt eine regelnde Mikrowelle, ne? Und dann willst du dich gemütlich hinsetzen, ne? Schatz, die Decke ist nicht grad. Jetzt ist die andere Seite schief. Das erinnert mich immer früher dran, wenn du Betttücher oder Decken falten musstest. Kennt ihr das noch? Ne? Da kriegst du so, du hältst fest, stramm ziehen, sonst wird es nicht glatt. Ne? So, und jetzt in der Mitte zusammenkommen. Ne? Und dann fragst du, du willst es ja gemütlich machen, trinkst du ein Glas Wein? Und ich habe noch nie als Antwort gekommen, ja oder gern oder danke. Ne? Die Antwort ist immer, hm. Meinst du wirklich? Ja, meinst du Wein? Ja, ich mein Wein. Ist das die Flasche aus der Küche? Ja, ja, im Keller ist noch mehr Wein. Ja, und an der Mosel ist noch mehr Wein. Da hatte ich schon Kamin angemacht, der war durch den ganzen Hang Tier ausgeglüht. Ne? Da habe ich aber mal gelesen, man müsse nur in die Glut reinpusten. Ne? Ich glaube, ich hatte was fest gepustet und noch vergessen, dass ich geschwitzt hatte. Ne? Ich drehe mich rum, sagt meine Frau, das war immer schon mein Traum. Ein gemütlicher Abend mit Roberto Blanco. Aber es gibt auch jetzt in der Vorweihnachtszeit andere Sachen, ne? Die kannte ich noch ja nicht. Ich bin jetzt... Vorige Woche bin ich in Köln aufgetreten, im Gürzenich. In Köln läuft das ja alles ineinander über. Da ist Weihnachten, Karneval, ne? Christelofen. Ne? Ja, heißt das doch. Ich musste den Büttenred halten. Es war Anfang Dezember. Ne?
Ich will gerade in der Jürzenische rein, höre schon weiter. Joel, Joel, ich bin es. Ach, sag ich, ein Entchen aus Alster. Ja, setz, ich bin mit dem Schiff hier. Sag ich, sehe, der MS Glühwein, ne? Ne, sagst du, wir machen einen Kreuzfahrt von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt. Und ich hab das nachgeguckt, das gibt es wirklich. Ne? Sag, wie läuft das denn ab? Ja, sag, wir haben heute Morgen in Koblenz gefrühstückt. Ne? Sag, das war unnötig. Ne? Dann hat jeder in Bonn einen Printenmann von der Merkel gekriegt. Ne? Und dann sind wir jetzt in Köln angelegt. Ne? Die anderen sind in einem Schokoladenmuseum. Aber ich brauche jetzt was Herzhaftes. Da sage ich, ich habe noch was Zeit, da gehen wir auf der Weihnachtsmarkt ein Bratwurst essen. Ne? Ihr kennt das ja, dafür geht man ja hauptsächlich auf der Weihnachtsmarkt. Ne? Bratwurst und Glühwein, ich meine, man guckt sich noch pro forma ein paar Figürchen aus der Erzgebirge an. Ne, dann trinkst du einen Glühwein und noch einen Glühwein. Ne? Dann kommen wir Männer vom Klo zurück und sagen, so, jetzt bleiben wir noch schönchen. Da sagen die Frauen, nein, Josef, wir gehen, du hast schon die Adventshose an. Du hast ein Türchen auch. Ne, da sage ich, Entchen, ich sage, ich muss in der Jürze nicht, ich muss eine Rede halten. Ne? Er sagt, hör, das kannst du mir einen Gefallen tun, wenn du zurückkommst, kannst du mich mit nach Alshof nehmen. Ich sage, Entchen, das mache ich, aber ich muss dich so ja mitnehmen. Um 10 Uhr fährt kein Schiff mehr nach Alster. Und da kam ich zu Hause rein. Ne? Ich hatte erwartet, wenn du jetzt früher nach Hause kommst, hast du Weihnachtsstimmung. Ne? Du wirst begrüßt mit Gloria und Halleluja. Ne? Und vielleicht Harfenklängen mit Engelslocken. Ne? Ich komme rein, sitzt meine Frau so da. Ne? Hatte sich ein paar Röllchen in die Haare gedreht, ne? Die Haare aufgedreht, ne? Sag, Gloria sei dir gesungen, ne? Setze, red nicht so eine Blödsinn, du kannst mit der Hund gehen. Der muss was machen. Sag, wenn er nichts machen muss, dann machst du was. Nur je, lass dir Zeit, ich muss in Telja anrufen. Ich sage, wer ist denn Telja? Ja, Telja ist doch eine Schulfreundin, die hat neben mir gesessen, die ist aber nachher sitzen geblieben. Die ist eigentlich jedes Jahr sitzen geblieben. Wenn es keine Begrenzung von der Schulpflicht gibt, säß sie heute noch da. So, nur je, ich muss in Ruhe mit dir. Helja? Ja, Helja, ich bin Helja. Was sagst du, Furtloch? So kenne ich ihn ja nicht. Muss ich aber nochmal. Helja? Helga, ich bin es. Du hast zu mir Furtloch gesagt. Ach, Funkloch. Ich wollte sagen, nicht Furtloch ist mit der Hund spazieren. Ach, hör auf, wie ist es mit ihm? Furchtbar ist es, furchtbar ist der Mann. Ich meine, du kannst ihn nie für jetzt brauchen, aber der ist jetzt Rentner, der wohnt jetzt hier. Wenn ich morgens wach werde, liegt der neben mir, der guckt mich wach. Der schläft doch nicht, ne? Der hat Angst, dass der vor mir wach wird. Ne? Ganz schlimm. Ach, hör auf mit Weihnachten, ganz furchtbar. Ne? Die zwei Mütter kommen ja wieder, ne? Der Oma Köln und der Oma Bonn. Ne? Meine Mutter ist ja nichts mehr, die lege ich immer direkt hier bis auf den Tisch. Ne? Können Sie in den Fuß beißen, ne? Nein, er hat auch schöne Züge. Wir waren jetzt im Schnee spazieren, ne? Da hatte mir ein Herz in der Schnee gepinkelt, ne? Er wollte noch, ich liebe dich, drunter schreiben. Aber da hatte sich verpisst.
Oh wei, da kommt er. Muss aufpassen, Helga. Josef, du hast doch verkehrte Hund mit zurückgebracht. Du bist eine Doof. Wie verwechselt, das ist eine Dackel und wir haben eine Pudel. Ich kann es doch nicht verwechseln. Ach, die haben derselben Name. Ja, da kann man sie ja verwechseln. Da gehe ich heute Abend mit der Nachbarin ins Bett, der heißt auch Josef. Ja, warte, Helja, willens mit dir sprechen, das tut aber selten. Ja, da komm, Josef, komm mit, Helja, bleib dran. Helja, wir hören uns ja nächstes Jahr Weihnachten, ne? Ich bin platt, hat der Josef spricht sonst mit keinem von den Freundinnen, ne? Schieb ihm dir mal, ne? Ja, hier ist es, Helja, Josef. Schön, Helja. Ne, und am nächsten Tag, also Heiligabend, aber des Morgens, ne, habe ich mit meiner Frau zusammengesessen. Ich sage, wir müssen uns was überlegen. Ne. Heute Abend kommt die Verwandtschaft. Ne. Wir hatten schon abgemacht, wir schenken uns nichts. Ne. Wir haben ja alles. Ne. So, wenn ihr mir was schenken wollt, gern, aber ich schenke. Ich sage, weißt du, was wir machen? Wir machen ein Krippenspiel mit der Verwandtschaft. Ne. Und da haben wir hier aus Strohballen haben wir eine Couchgarnitur aufgebaut. Ne? Ich sage, jeder kriegt einen Roll. Ne? Da kamen zuerst meine Schwager und meine Schwägerin von die andere Seite. Ja, so sagt man das ja bei einer Hochzeit. Ne? Gucken Sie hier bei uns die Stimmung, gucken Sie, wie doof die von die andere Seite. Das ne, und die heißen auch noch Josef und Maria. Das kamen, die kamen als erstes. Ne? Sagt Maria, was habt ihr da? Und ich hab die gute Strumpfhose an, die mache ich mir doch direkt kaputt. So, wir machen ein Krippenspiel. Ja, sagt das ist ja klar, da bin ich nicht Maria. Nee, sagst du, bist nicht Maria. Du bist das Schaf, was vor der Krippe liegt. Und der Josef sagt, da bin ich der Josef. Ich sag, da ist es doch kein Rollenspiel. Sagt, du kriegst einen Doppelroll, du bist auch so ein Esel, ne? Und darüber kamen meine Schwager und meine Schwägerin von meiner Seite, ne? Der Helmut und der Irmjacht. Ne? Ich mache die Tür auf, der Helmut guckt, sagt, da sitzt der Josef. Ne, sagt, das ist nicht der Josef. Sagt, sonst hast du schon mehr? Ne, ne sagt, wir machen ein Rollenspiel, der Helmut ist der Josef. Da schrie meine Schwägerin wieder, warum bin ich denn nicht Maria? Ich heiße doch Maria. So, weil du von der unbefleckten Empfängnis so weit weg bist wie Köln von Bremerhaven. Und damit das nicht in eine allzu große Krach mündete, haben wir dann das gemacht, was 50.000 andere auch gemacht haben. Wir sind zum Weihnachtssingen in das Müngersdorfer Stadion gegangen. Ne? Und das machen wir jetzt heute Abend auch hier als Einstimmung auf Weihnachten, singen wir zusammen Weihnachtslieder. Harald, das Erste, was ich singen möchte, ist ein spanisches. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur noch, eine Buchstabe war... Doch, kenne ich. Das endet auch so. Dann hör doch auf mit... Ja. Auf, ne? Das singt der Semino Rossi, ne? Der macht... Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und dazu singe ich für Sie. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Danke schön. Harry, jetzt müssen wir aber was Deutsches singen, ne? Ja, gerne. Ja? Ja? So, hören machen, wir machen es ja. Heute mal, ja? Okay. Probieren. Ich habe so viel gelernt, ne? Muss ich, ich bin heute Abend am Ross, ne? Stefan Ross, ne? Wie kann man meinen Namen hinter MR setzen, ne? Stell dir vor, du hast 5 Kölsch getrunken, ne? Wie heißen Sie? Ross. Und dem sein beliebtestes Lied, was er geschrieben hat, war ja, es ist ein Ross-Entsprung. Versuchen es mit Odo Fröhliche, ne? Ja? Gut. Mehr. Das tut er dann nicht mehr. Harald, wo bist du?